Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen zum vierten Let's Show Minecraft hier vom Server von Gunstli. Wir gucken uns heute meines Erachtens nach die schönste Mobfalle aller Zeiten an. Dafür gehen wir jetzt als allererstes mal hier von der U-Bahn-Station zum Herzstück und zwar zum Häcksler. Das ist jetzt nicht unbedingt das Besondere. Das ist die Tötungskammer, die haben wir uns im Endeffekt abgeguckt, weil es das effektivste Design ist, was man so findet. Wir haben zuerst versucht, uns was mit Feuer zu machen, damit mal etwas anderes zu sehen ist. Das war aber leider nicht so effektiv gewesen. Und da gab es hier in der Monsterkammer einfach einen riesengroßen Stau, weil die nicht schnell genug getötet hat. Deswegen mussten wir das hier mit der Lava machen, wie man das so schon öfters gesehen hat. Zur Frage, warum ist das hier die schönste Monsterfalle, die es gibt, das zeige ich euch gleich, wenn wir hochgehen. Aber viele von euch interessieren sich natürlich dafür, was so eine Monsterfalle überhaupt in 10 Minuten produziert. Dafür haben wir uns was ausgedacht. Und zwar werde ich gleich die Items einsammeln, die hier drin sind. Einen Timer starten, den 10 Minuten laufen lassen. Und dann einmal zählen, was in der Zeit jetzt hier zusammengekommen ist. So, das machen wir jetzt auch mal schnell. Und los. So, jetzt haben wir hier die Items aufgesammelt. Die räumen wir jetzt hier in die Kisten ein, die wir so haben. Und dann bleibe ich hier unten 10 Minuten stehen und tue dann dementsprechend hier die Items dann nicht immer in die Kisten rein, sondern werde die in meinem Inventory sammeln und dann sehen wir, wie viele da in den 10 Minuten zusammengekommen sind. Damit ihr jetzt natürlich nicht 10 Minuten lang hier mit der beschäftigt seid, hier unten rumzudackeln, werde ich das einfach jetzt gleich auf ein Fenster schalten, an der Seite. Und dann zeige ich euch, warum das hier die schönste Monsterfalle ist. Und zwar draußen. Während ihr trotzdem noch oben im Fenster beobachten könnt, was hier unten los ist. Damit ihr seht, dass ich euch nicht bescheiße mit den Items. So, dann schalten wir das mal auf den Fenstermodus um. Und so, und schon sind wir im Hauptteil unseres Videos angekommen. Dafür fahren wir jetzt erstmal unsere unfertige Minecart-Strecke hoch an die Oberfläche, um uns anzugucken, was so besonders an unserer Monsterfalle ist. Und da ist das geile Teil schon. Wie ihr seht, haben ich und das Oschelchen hier versucht, ein wirklich außergewöhnliches Design zu verwirklichen. Mit Lava und Wasser. Wobei die Lava eher Show-Effekt ist, als dass sie irgendwas bewirkt. Die Monsterfalle steht auf einer Grundfläche von 71 mal 71. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank an Oschelchen, die wirklich ungefähr 70 bis 80% der Grabearbeiten für das Teil gemacht hat. So, gucken wir uns das mal ein bisschen an. Wie ihr seht, sind die Spawning-Etagen hier offen. Und da ist auch schon die Besonderheit. Und zwar werden die Kreaturen von innen nach außen transportiert, fallen dann außen über die Wasserfälle. Je nachdem, was es dann ist, fängt es auch noch an zu brennen. Sieht ganz witzig aus, spawnen nur leider nicht ganz so viele Monster, wie wir uns erhofft hatten. Weil unten die Etagen so effektiv sind, dass einfach die Spawning-Rate unten fast ausgeschöpft wird und dann für hier oben kaum was übrig bleibt, vermuten wir zumindest, da wir auch komplett ohne Monster-Spawner arbeiten. Ist das natürlich immer so eine Sache. Wir hatten uns erhofft, dass es mehr ist, aber da kann man halt eben nichts tun. So, gucken wir uns das Ganze auch mal von innen an. Jetzt, wo wir hier gesehen haben, dass es zumindest mal hier bei den Kühen funktioniert. Dafür gehen wir ganz oben hin.
Aber keine Angst, ich latsche mit euch jetzt nicht den ganzen Weg hier hoch, sondern brecht das einfach hier ab und wir sehen uns dann oben wieder. So, und schon sind wir oben an der Spitze angekommen. Wie ihr seht, haben wir hier als Spitze schöne brennende Netherstones benutzt, damit man das Ganze auch aus der Entfernung sieht. Von hier oben hat man noch einen wunderbaren Ausblick auf unseren Bauernhof, unseren Leuchtturm, die Mine. Hier vorne sehen wir Oschelchens Schloss, das kommt im nächsten Let's Show und unser Strandhaus. So, dann gucken wir uns mal die einzelnen Spawning-Etagen an. Insgesamt sind davon 16 Stück, 9 Stück oberirdisch, so wie ich das gezählt habe, und der Rest unterirdisch. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich es schon erwähnt habe, leider die unteren Spawning-Etagen den oberen den Saft zum Leben rauben. Naja, hier oben die zwei Tier-Spawning-Etagen sind nicht der Rede wert, die sind natürlich noch besonders klein. Aber es reicht aus, um ein bisschen Leder und ein bisschen Fleisch abzugreifen. Wovon man ja sowieso nie so viel braucht. Und hier fängt es dann mit den ersten Monster-Spawnern an. Hier ist natürlich noch sehr viel Tageslicht. Hier ist eher nachts mal ab und an was los. Aber wie ihr vielleicht schon hören könnt, ist ein bisschen weiter unten schon was los. Hasse Spinnen. Die verstopfen mir immer die ganze Falle durch ihr Hochgekrabbel. Die Zäune bringen da auch nichts. Das ist immer recht lästig. Ich hoffe nur, wir finden jetzt hier auf den Etagen auch mal ab und an mal was, wo was los ist. Weil leider halt eben nicht so viele da spawnen. Nur ab und an mal. Dann hat man hier wirklich eine Etage, da ist ein richtiger Pulk. Ich habe natürlich auch prompt die Aufnahme, wo man mal ordentlich hier was gesehen hat, vergeigt und muss das Ganze nochmal aufnehmen. Ah, hier sieht man schon was. Also, das ist doch die blöde Spinne von eben, oder? Und wenn man jetzt hier guckt, das Prinzip ist ja relativ einfach. Mit der Spinne funktioniert das natürlich nicht. Aber jetzt sehen wir da den Creeper, der ist jetzt da reingefallen. Und wird dann früher oder später nach außen geschwemmt. Nach unten fallen, eine Etage runter. Geht dann mit Sicherheit, das sieht dann genauso aus wie hier. Der landet dann hier in dem Bereich. Geht dann einen Schritt auf Seite, fällt dann hier wieder runter und wird dann so Etage für Etage runtergespült. Hier bei den Zombies ist natürlich das Schöne. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht meine eigene Konstruktion falle. Na komm. Hier bei den Zombies und bei Skeletten ist halt eben das Besondere, wenn die jetzt hier in die hier reinfallen. Fangen die an zu brennen. Das sieht dann von außen besonders witzig aus, wenn so ein brennender Zombie oder ein brennendes Skelett dann da rumwadelt. Hier ist nur eine Spinne. Ah, hier ist schon ein bisschen mehr los. Drei Spinnen. Also hier kann relativ viel los sein, aber es muss halt eben nicht. Und zu guter Letzt fallen die dann hier in diese Becken und werden dann hier nach unten geschleust in dann schließlich und endlich die Tötungskammer, nachdem sie dann die einzelnen Etagen durchlaufen haben. Oh nein. Was machst du denn hier draußen? Ja, ab und an müssen wir noch ein bisschen optimieren. Das kann schon mal sein, dass die auf dem Geländer landen und dann runterkommen. Deswegen muss das Geländer noch eins nach vorne versetzt werden. Aber so an sich, denke ich mal, ist das kein schlechtes Prinzip. Und auf jeden Fall ist es hübscher als so ein
abartiger Klotz, der da mitten in der Landschaft steht und einem die ganze Aussicht verschandelt. Da ist das hier doch wesentlich hübscher gehalten. Vor allen Dingen, wenn man das nachts anguckt mit den Fackeln und so, ist es wirklich sehr schön beleuchtet. Ich gucke auch mal, ob ich nachher noch eine kleine Ansicht zeige. Schade ist natürlich, dass das mit den Monstern nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Solltet ihr das Ganze mal sehen wollen mit gecheateten Monster-Spawnern, dass hier außen richtig ordentlich was los ist. So, jetzt ist ziemlich genau noch eine Minute frei. Zeit. Wie ihr merkt, habe ich jetzt einfach mal umgeschaltet, damit wir den Zeitpunkt nicht verpassen. Um zu gucken, wie viele Items denn jetzt getroppt sind. So, dann machen wir uns mal kurz bereit. Ich hoffe mal, der Schwung hier geht noch durch, bevor ich unten aufsammeln muss. So. So, noch 20 Sekunden und dann können wir einmal aufsammeln und zählen, was wir hier gesammelt haben in den 10 Minuten. Um dann rauszufinden, was denn meine Falle hier, beziehungsweise unsere Falle, ist ja vom Oschelchen und von mir, so alles produziert. 3, 2, 1 und. So, und Klappe zu. So, gucken wir uns das Inventory mal an. Jetzt haben wir hier zwei 64er Stacks. Einen 62er Stack. Einen 42er Stack. Ein 11er Stack. Noch ein 11er Stack. Und ein 45er Stack. Das macht insgesamt 299 Items in einer, also in 10 Minuten. Wenn wir das Ganze dann mal 6 nehmen, erhalten wir 1794 Items, wobei das Ergebnis ziemlich stark variieren kann, je nachdem, was da gerade los ist. Ihr habt ja selber gesehen, wenn ihr oben ein bisschen aufgepasst habt, dass hier mal ganz ordentliche Schwünge durchrasseln können. Dann kann das natürlich auch mal ein bisschen hochgehen. Aber Pi mal Daumen segnet aber immer um die 1500 bis 2000 Items. Wie gesagt, nicht die effektivste Falle, aber mit Sicherheit eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Falle in Minecraft, die es momentan gibt. Ist natürlich auch immer Geschmackssache. So, dann schalte ich jetzt nochmal zurück zum Hauptvideo, es sei denn, da bin ich gerade durchgekommen. Und ich hoffe, hier der Part hat euch gefallen. Werden wir das auch machen. Und das Ganze mal so demonstrieren. Würde ich zwar nicht unbedingt so gerne machen, weil die Falle mir effektiv genug ist und dass die Massen von Monstern hier außen rum runterfallen, wäre nur ein Bonus gewesen. Aber wenn ihr sowas gerne mal sehen wollt, können wir das natürlich auch gerne mal machen. Gleich werden wir auch sehen, wie effektiv das ist. Oder vielleicht haben wir das sogar schon gesehen. Das kommt jetzt ganz darauf an, wann hier die Hauptaufnahme unterbricht oder schon unterbrochen ist. Hier ist noch zu sagen, dass das natürlich das Gelände hier auch ein bisschen bearbeitet wurde. Hier waren überall noch Berge gewesen, die wir dann abgetragen haben, und das Ganze ein bisschen flach zu machen, dass man hier schön gucken kann, was gebacken ist. In der Falle drin. Das haben wir auch hier vorne gemacht. Einzige Seite ist die hintere Seite, die haben wir noch nicht gemacht. Tschüss, Zombie.
Und hier sieht man dann, wie schön er dann abtransportiert wird. Und gleich verschwindet er dann in den Tiefen der Monsterfalle. Ach so, noch was Wichtiges. Wir haben das Ganze den Tempel des Todes getauft. Ich weiß, ist ein bisschen theatralisch, aber was soll's. Hier vorne fehlt noch ein bisschen. Hier haben wir schon ein bisschen Design gemacht. Hier fehlt noch. Aber ich denke, so an sich ist das wirklich eines der hübschesten Monster, eine der hübschesten Monsterfallen, die man bisher gesehen hat. Wenn nicht sogar die hübscheste. Also finde ich zumindest. Ich meine, ihr könnt eure Meinung natürlich gerne hier bei YouTube in die Comments schreiben. Kritik ist natürlich auch wie immer gerne gelesen. Ich beantworte so gut wie alles, wenn ich Zeit dafür finde. So, ansonsten ist dazu eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem Oschelchen bedanken, da das wirklich so fleißig mitgearbeitet hat. Und auch unser neues Mitglied auf dem Server, den Hightriver, nochmal begrüßen, der ab sofort hier mitbaut und auch schon ein super großes Projekt angefangen hat, das wir auch dann demnächst sehen werden. Und ansonsten wünsche ich natürlich noch eine wunderschöne Zeit auf YouTube. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Und auch unseren neuen Abonnenten. Nochmal einen schönen Gruß. Wenn wir dann das nächste Mal das Schloss zeigen, werdet ihr alle schon ein Zimmer bezogen haben, was ich euch dann zeigen kann, zusammen mit dem Oschelchen. Und gute Nacht.